Hallo, ich möchte euch heute Veronika Schmidt vorstellen von der Deutschen Chorjugend. Veronika ist Projektmanagerin für kreative Lösungen während der Pandemie bei der Deutschen Chorjugend. Und wir wollen uns darüber unterhalten, wie die Pandemie, für was für Herausforderungen die Pandemie die Chöre gestellt hat. Und genau, dafür freue ich mich sehr, dass du heute da bist, Veronika. Und ganz kurz, um dich vorzustellen, was du tust, dass du arbeitest im Netzwerk Neustart Amateurmusik vom BMCO, das ist der Bundesmusikverband für Chor und Orchester, und bist da eben für die Pandemiehilfen zuständig und unterstützt die Chöre in diesen Fragen. Und ein wichtiges Format, was sich jetzt rauskristallisiert hat, sind eben wöchentliche digitale Fortbildungen, die online stattfinden, wo es sich um die Herausforderungen und die Chancen des virtuellen Raumes für Chöre dreht, die sogenannten Inspire Sessions. Danke, dass du heute da bist, und ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht und hoffe, dass wir ein gutes Gespräch haben. Das Und hoffe ich das auch. bestimmt. Genau. Das Erste, was ich gerne von dir wissen möchte, ist, dass du vielleicht mal so ein bisschen erklärst, was waren denn eigentlich die größten Herausforderungen oder die größten Probleme, vor die Amateurchöre gestellt worden sind, als Präsenzproben nicht mehr erlaubt worden sind. Ja, für viele Sängerinnen und Sänger ist der Chor ja ein Ort des Austauschs und es macht ja auch viel Spaß, zusammen zu singen. Es ist eine tolle Art von Sozialisierung und das ist alles weggebrochen, als die Präsenzproben verboten wurden. Also es ist ein Termin, der wöchentlich im Kalender stand, der dann plötzlich nicht mehr da war, wo man seine Freunde und Freundinnen gesehen hat. Und das ist ja für jeden und jede, also aus jeder Altersgruppe, doch sehr einschneidend gewesen. Und gab es denn aber Lösungen, die gefunden worden sind für diese Chöre? Also was haben die denn gemacht? Ich glaube, ganz viele Chöre haben dann relativ schnell auf digitale Proben umgestellt. Wahrscheinlich sind sehr viele auch zuerst zu so Programmen wie Zoom, BigBlueButton und Jitsi irgendwie gegangen, weil die halt einfach am einfachsten einzurichten sind. Fast jeder weiß oder kann darauf zugreifen mit ein bisschen Hilfe. Und man braucht nicht so viel technische Voraussetzungen, aber das gemeinsame Singen ist da halt. Also ist nicht möglich eigentlich. Also man muss dann wirklich einfach nur, also alle müssen mal ihr Mikrofon anmachen und drauf lossingen. Da merkt man ziemlich schnell, dass man da keinen schönen gemeinsamen Chorklang hat, einfach wegen dieser Verzögerung. Und da war recht schnell klar, dass irgendwie eine Alternative her muss. Und für manche Chöre, die ein bisschen technikaffiner sind, haben sich dann Programme wie Jamilus irgendwie gezeigt, dass es sehr sinnvoll und hilfreich ist. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Was ist Jamulus? Was passiert da in Jamulus, und wie können wir uns das vorstellen? Jamilus ist ein Programm, das diese Verzögerung eben, die der Ton zwischen einem Sänger und einer anderen Sängerin braucht, verringert. Also es wird auch Latenz genannt. Und man kann dann quasi live miteinander singen. Also man kann die anderen Leute hören. Und das hilft einfach extrem, dass man da zum Beispiel an Klang arbeiten kann und einfach sich wieder hören kann, im Gegensatz zu diesen Zoom-Proben, wo alle stumm geschaltet sind und man nur eine Person hören kann. Und weißt du, wofür das Programm ursprünglich entwickelt worden ist? Es ist ja ein Open-Source-Programm, aber war das ursprünglich dafür gedacht, dass Chöre miteinander proben? Ich glaube tatsächlich nicht. Also vorher wurde es, ich glaube, vor allem von instrumentalen Kombos quasi genutzt, so ein bisschen, um zu jammen, deswegen Jamilus, der Name auch. Genau. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass die Chöre dann diese Software für sich irgendwie genutzt haben? Ja, einfach weil man sich hören kann eben. Ich meine, die Herausforderung ist, dass man sich nicht sieht. Also Jamilus hat keine eingebaute Bildfunktion und es ist auch schwierig, nebenbei noch irgendwie ein anderes Programm laufen zu lassen, wo man sich sieht, weil man da ja auch wieder diese Verzögerung hat. Das heißt, es gibt kein Dirigat von der Chorleitung, also kein sichtbares jedenfalls. Es muss sehr viel mit Einzählen und Metronom gearbeitet werden. Und gleichzeitig ist es aber irgendwie auch für die SängerInnen manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich, weil man niemanden neben sich sitzen hat aus der Stimmgruppe, an dem man sich hängen kann, wenn man mal die eigene Melodie nicht so genau kennt. Was aber natürlich, glaube ich, auch eine tolle Herausforderung ist, weil man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriegt und seine Stimme auch sicherer lernen muss.
Aber erzähl noch mal ein bisschen genau, also wie so eine Probe abläuft oder wie man sich das vorstellen muss. Also wir sitzen vorm Computer, was sieht man da? Wir haben da irgendwie Regler, was kann man da einstellen? Wie funktioniert das? Ja, genau, man hat quasi so ein eigenes, wie nennt sich das? Mischpult. Und kann andere Personen lauter und leiser schieben. Und wenn dann mal eine aus dem Sopran, die ganz schrecklich quietschig singt, dabei ist, kann man die einfach stumm stellen. Das sind durchaus Vorteile. Also jeder hat, für jeden klingt es anders, weil man einfach bestimmte Stimmen, wie gesagt, leiser und lauter stellen kann oder ganz ausblenden. Man hat dadurch natürlich auch eine eigene Verantwortung, dass es eine gute Experience wird für sich selber, aber natürlich hat man auch mehr Selbstbestimmung und kann auch mal entscheiden, okay, ich singe jetzt für den Teil nicht mit, ich stelle mich einfach mal stumm, weil ich gerade irgendwie keine Lust drauf habe oder so, oder weil ich die Stelle schon kann. Also da ist man durchaus flexibler. Und glaubst du, es hat was mit der Dynamik von Chören oder Chorproben gemacht oder hat es irgendwas verändert, dadurch, dass jetzt eben jeder, also dadurch, dass man den Chorleitenden zum Beispiel nicht sieht und jeder so ein bisschen für seine eigene Erfahrung zuständig ist, was hat das mit so einer Chordynamik gemacht? Ich glaube, manchmal ist das Gemeinschaftsgefühl nicht so ganz da, weil man ja doch alleine im stillen Kämmerchen sitzt und in seinen Computer singt quasi. Aber es wird wahrscheinlich momentan auch sehr gewertschätzt, einfach dadurch, dass wir jetzt seit über einem Jahr oder ja doch nicht wirklich, also richtig ohne Abstand, ohne digitale Möglichkeiten online geprobt haben, dass man sich wieder hört und deswegen wird das vielleicht von anderen auch oder von vielen anders wahrgenommen. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was das eigentlich mit einem macht, wenn man irgendwo hingeht und gemeinsam singt. Und das ist ja dann vielleicht auch die Voraussetzung dafür gewesen, dass man eben solche alternativen Räume im Digitalen sich gesucht hat, weil es eben was mit einem macht, dass das dann auf einmal nicht mehr da war. Dieses gemeinsam zusammen singen ist irgendwie so ein unbeschreibliches Gefühl. Also es ist ja ganz anders, wie wenn man jetzt zu Hause ist, alleine und da seine eigene Stimme übt. Also irgendwie hat man da ja so eine Gemeinschaft, wenn dieser Chorklang entsteht mit den unterschiedlichen Stimmen und man erarbeitet da ja auch was zusammen. Es sind immer Erfolgsmomente, wenn man dann irgendwie am Anfang von der Probe ein Lied noch gar nicht kennt und dann am Ende von der Probe das erste Mal mehrstimmig durchgesungen hat, geschweige denn, wenn man dann am Ende auf der Bühne beim Konzert steht und dieses Stück quasi fehlerfrei aufgeführt hat. Und dieses Gefühl haben wir natürlich alle vermisst am Anfang der Pandemie in den Zoom-Proben. Und genau deswegen gab es, glaube ich, diesen Sog in Richtung Programme wie Jamilus, wo man dann auch wieder dieses Gefühl wenigstens einigermaßen haben kann, weil man dann halt auch diesen mehrstimmigen Klang hat. Gab es andere digitale Räume, die so für Amateurmusik genutzt worden sind? Und wenn ja, welche oder wie? Was auch viel genutzt wurde von Chören, die jetzt zum Beispiel nicht so technikaffin sind, waren zum Beispiel WhatsApp-Sprachnachrichten oder einfach, dass Audiodateien per WhatsApp verschickt wurden. Also einzelne Stimmen wurden da aufgenommen, dass die Sängerinnen und Sänger zu Hause die Stimmen üben konnten wenigstens. Oder auch alleine schon Stimmbildungsübungen, dass die Stimme nicht einrostet. Aber es ist natürlich auch ganz viel in den sozialen Netzwerken passiert. Also ich glaube, viele Chöre haben ihre Social-Media-Präsenz extrem ausgebaut, auf Instagram, Facebook, Twitter. Und auf YouTube war auch ganz viel. Also es gab oder es gibt immer noch, es werden immer noch sehr viele Splitscreen-Videos auch produziert, wo sich die Sängerinnen und Sänger zu Hause alleine aufnehmen, ihre Stimme aufnehmen und die dann zusammengesetzt wird, quasi zu einem gesamten Stück, so ein bisschen als Ersatz für die Konzerte. Man singt zwar nicht zusammen, aber das Ergebnis ist zusammen. Was auch noch viel genutzt wurde, waren Livestreams, vor allem im Sommer, wo dann doch die Präsenzproben möglich waren, halt mit Abstand, aber sie waren möglich oder erlaubt, dass da dann Konzerte gemacht wurden, wo kein Publikum oder nur sehr wenig Publikum erlaubt war.
die dann auch live übertragen wurden. Und sind das Sachen, die bleiben werden, glaubst du? Also wenn die Pandemie vorbei ist? Teilweise. Definitiv nicht so stark wie momentan, aber ich glaube, dass viele Chöre entdeckt haben, dass das doch gar nicht so schlecht ist, wenn man sich in den sozialen Medien ein bisschen mehr darstellt, ein bisschen präsenter ist, schon allein auch für die Nachwuchsförderung, weil ja auch durch die Pandemie viele aufgehört haben zu singen, wo noch nicht klar ist, ob die dann tatsächlich auch wiederkommen nach der Pandemie. Und ich denke, so Formate wie Livestreams werden dann vielleicht genutzt als Dokumentation von Konzerten. Also es wurde ja vorher auch immer schon viel mitgefilmt, aber dass das dann halt auch genutzt werden kann, wenn Leute vielleicht nicht vor Ort sein können, dass die so wenigstens das Konzert miterleben. Aber ich glaube, das meiste wird sich dann doch wieder analog abspielen. Und so diese ganzen digitalen Proben und das Zuhause-Sein am Bildschirm für dich persönlich, kannst du eigentlich noch? Es ist schon langsam echt anstrengend. Jetzt so nach über einem Jahr, irgendwann hat man ja keine Lust mehr, aber momentan geht es halt leider nicht anders. Deswegen, es muss noch gehen. Alright, dann versuchen wir mal ein bisschen zusammenzufassen, worüber wir gesprochen haben. Es war ja doch ganz viel. Was hat Corona je für uns getan, glaubst du? Es hat uns gezeigt, was wir vorher hatten, was wir vielleicht nicht wirklich wertgeschätzt hatten, dass wir jede Woche in den Chor gehen können, uns unsere Freunde da sehen können, gemeinsam singen. Jetzt wissen wir, was uns da fehlt. Und glaubst du, dass sich dieser kulturelle Raum, dieser öffentlich-kulturelle Raum, glaubst du, dass er sich im Digitalen etablieren wird, dass das so bleiben wird? Also das, was du beschrieben hast, zum Beispiel, dass jetzt viele Chöre irgendwie Social-Media-Präsenzen haben, Livestreams für sich entdeckt haben und sich da einfach diesen Raum auch genommen haben. Glaubst du, dass das wird bleiben? Also hast du schon ein bisschen gesagt, aber... Ja, in Teilen wird es, denke ich, bleiben. Nicht mehr so stark, aber doch durchaus zu einem Prozentteil. Mehr wahrscheinlich in der, oder weniger in der Amateurmusik als in der Profimusik, aber wie gesagt, zur Dokumentation, denke ich, wird schon mehr online passieren als vorher. Und glaubst du, dass wir künftig auch Co-Produktionen mehr im Livestream erleben werden? Und gibt es halt dafür auch das Publikum? Gibt es dafür die Anerkennung? Also das eine, was du beschrieben hast, ist ja, dass mehr rausgeht, mehr gesendet wird, aber wird es eben auch weiterhin stark rezipiert? Gibt es dafür eben das Publikum und auch nicht zuletzt Finanzierung vielleicht von solchen Arten von Veranstaltungen? Solange wir zu den Konzerten selber gehen können, wird es das Publikum, glaube ich, nicht wirklich geben oder wenn dann nur in sehr kleinen Zahlen. Man hat ja auch gemerkt, irgendwie diese Livestream-Formate waren am Anfang der Pandemie sehr stark vertreten. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so stark, weil einfach die Abnehmer nicht da waren. Die Finanzierung wird hoffentlich bleiben. Also es gab ja vorher schon Finanzierung, die jetzt auch sehr auf die digitalen Formate ausgelegt wurde. Vielleicht wird es einfach normaler, dass da auch dieser digitale Raum eben mitbedacht wird und deswegen wird es vielleicht in Zukunft auch besser finanziert werden. Und glaubst du, dass so für die Chöre und für die Chorvereine, Verbände sich vielleicht auf anderen Ebenen was verändert hat? Also jetzt nicht nur unbedingt jetzt auf das musisch-kulturelle bezogen, das hast du beschrieben, dass das schwierig ist, aber auf irgendwie andere Art und Weise haben sich da Sachen ergeben, die sich vielleicht ohne Pandemie so nicht ergeben hätten? Ja, auch durch digitale Mitgliederversammlungen zum Beispiel. Plötzlich haben alle festgestellt, oh, wir müssen ja gar nicht durch ganz Deutschland fahren, durch mein ganzes Bundesland, um zu diesen Treffen zu kommen, zur Vorstandssitzung. Es haben sich jetzt auch sogenannte Chorleiter-Stammtische etabliert bei der Deutschen Chorjugend, wo sich dann ausgetauscht wird unter den Chorleitungen, was momentan so für Probleme gibt, was man machen könnte. Und ich denke, das wird sich tatsächlich durchsetzen, weil es natürlich viel praktischer ist, sich abends einfach nur vor den PC zu setzen, als mal ein ganzes Wochenende irgendwo anders hinzufahren. Und glaubst du, das hat Auswirkungen auf die Verbände und Vereine hinsichtlich der Teilhabe? Also machen jetzt einfach mehr Leute mit, weil es eben niedrigschwelliger ist, weil es einfacher ist? Das hoffe ich jedenfalls. Die Frage ist dann natürlich, wie groß die Bereitschaft dann nach der Pandemie noch da ist, wenn man dann tatsächlich sich wieder treffen kann und es wieder andere Sachen gibt, die man auch machen kann, weil man nicht mehr die ganze Zeit nur zu Hause ist. Okay, ich danke dir für das Gespräch.
und wünsche dir einen schönen Tag. Danke, das wünsche ich dir auch.